Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug. Heute mal in einer etwas anderen Atmosphäre, sage ich ja, mal. Ja, ganz andere Atmosphäre, wobei für uns eigentlich nicht so anders. Für uns nicht, aber für euch. Und zwar zeigen wir euch heute mal einen Blick hinter die Kulissen, wie es bei Familie Vogel so aussieht. So hinter die Kamera. Und zwar sieht das so aus. Oh, das war ein bisschen kurz. Das war ein bisschen zu schnell. Und das war's dann auch schon, ja, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Die nächsten 5 Minuten kommt nur noch Blackscreen. Na, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nein, so läuft das natürlich nicht. So läuft das nicht. Wir machen euch jetzt einfach mal quasi Schritt für Schritt mit der Familie Vogel und der ganzen anderen Welt von Playmobil. Dem Setting, der Kulisse und den ganzen Sets, die wir hier so gesammelt haben, machen wir euch jetzt mal bekannt, ne? Genau. Also hier haben wir erstmal unsere, ich sag mal, Sammlung an Kleinteilen. Wir haben super viele Figuren. Da haben wir hier zumindest die Hauptfiguren. Unsere Familie Vogel. In Winterklamotten, in Arbeitsklamotten, in allen möglichen Klamotten. Mhm. Noch solche Badefiguren. Davon gibt es leider von Playmobil nicht allzu viele. Mhm. Die sammeln wir immer gut. Dann haben wir hier so spezielle Figuren, wie zum Beispiel diesen Hofmeister oder so. Keine Ahnung. Ein Clown und so weiter. Oder auch eine Prinzessin oder Hofdame. Polizei, das sind jetzt nicht alle Sachen, das ist jetzt nur das, was wir häufig gebrauchen. Ne? Dann sagen wir mal Familie Vogel und deren Verwandte, ne? Den Onkel. Oh, ich sehe auch schon, Familie Schnösel hier. Genau, Mike, das ist David, ne? Ich glaube schon, ja, doch, doch. Der Cousin. Mhm. Und so, hier Molly Dave. Sehen wir auch. Daves Papa, ja. Molly, alle sind hier so. Und was haben wir hier, Nina? Das sind unsere Komparsen und Statisten. Das sind oftmals Figuren, die nicht so häufig vorkommen oder die wir einfach mal schnell einsetzen können im Einkaufszentrum oder wo auch immer. Ne? Dann haben wir hier ganz viele Möbel noch oder Essenssachen. Ne? Also alles, was man essen kann. Kartons, Pommes, Geschirr, Einzelteile, wenn wir Figuren mal wieder zerlegt haben. Polizei, Tiere haben wir super viele. Wir haben ganz viele Hüte, wir haben sogar Frisuren hier irgendwo. Frisuren haben wir da hinten. Da. Wir haben ganz viele Taschen, Babyzubehör, Kleidung, Spielzeug. Wir haben einfach ganz, ganz viele kleine Schächtelchen und da sind super viele Sachen drin, die wir gebrauchen können. So, ich drehe mal die Lampen. Ja, ich halte dich so lange im Fokus, Nina. Ja, danke. So. Das ist jetzt, sagen wir mal, das Hauptquartier. Unser Heiligtum. Das Heiligtum. Das ist das Haus der Familie Vogel. Da haben wir Claudia, wie sie mal ihr Lieblingsessen zubereitet, die Spiegeleier. Emma spielt. Julian da oben bei seiner Lieblingsbeschäftigung am Tablet. Das Schlafzimmer der Eltern, das Badezimmer. Hanna sitzt am Laptop oder steht vielmehr am Laptop. Und Martin natürlich am Fernsehen gucken. Fußball läuft gerade. Und das ist so eigentlich das Hauptszenario, wo wir unsere Storys drehen. Und da sehen wir auch Hintergründe oder auch Untergründe in dem Sinne. Ne? Ist jetzt hier bei der Luxusvilla eigentlich nicht so notwendig, aber so ein Himmel, definitiv. Ein Tisch weiter haben wir dann so ein paar andere Sets, wie zum Beispiel jetzt gerade hier aufgebaut, unsere Kita-Sonnenschein, selbstverständlich. Mit der Kita-Gruppe, wie zum Beispiel Brigitte, Kira, Sarah, hier gerade schön im Bällebad, Steve, Ashley, ja, sie findet wahrscheinlich den Andreas wieder ganz, ganz süß. Wie sonst auch die Turnhalle sehen wir mit dem Basketballkorb, auch hier Wolken oder in dem Fall blauer Himmel. Genau, und wir haben ja auch ganz viele Studiolampen, ne? Also die Sets sind jetzt nicht hier nur an einer Decke. Hallo! Sondern auch mit Studiolampen, jeweils immer 3 Stück und hier drunter ist nämlich auch noch ein Set. Das kramen wir dann einfach hervor. Das ist die Schule, aber wir haben nicht so viel Platz. Da bräuchten wir wahrscheinlich 30, 40 Tische oder so, genau, um die ganzen Häuser und Sets aufzubauen. Auf diesem Tisch hier, Leute, da bauen wir die Sets immer auf und wieder ab. Ne? Mhm. Also wie zum Beispiel die Kita, die Schule, das Einkaufszentrum. Aber die Luxusvilla, unser Heiligtum, das bleibt immer in der Mitte, weil da geht es ja um Familie Vogel. Und da bleibt es immer auch. Ne? Also es bleibt immer in der Mitte. Genau. So, so, hier haben wir jetzt zumindest einen Teil von unserer riesigen Playmobil-Sammlung. Ich glaube, wir haben bestimmt noch das 4- oder 5-fache davon. Ja. Hier haben wir noch weitere Häuser, beziehungsweise das Einkaufszentrum. Das ist ja kein Wohnhaus, aber auch ein gigantisches Haus. Den Spielplatz, dann das Puppenhaus haben wir hier. Das hier ist kein schwarzer Pappkarton. Das ist das Kino. Kennt ihr die Folge? Was wir mal genutzt haben. Das ist Pias Haus, also das Wohnhaus. Dann das Aquarium und so weiter. Das Kreuzfahrtschiff. Wir haben echt super viele Sachen. Oh, was ist da denn? Im Autowaschsalon. Da ist der Porsche der Autowaschanlage gerade gewaschen von der Familie Vogel. Wenn wir irgendwelche anderen Sets brauchen, die natürlich jetzt hier nicht aufgebaut sind, dann nehmen wir uns die hier raus. Da holen wir jetzt auch immer Inspiration für unsere Geschichten. Und dann werden die einfach aufgebaut und wenn wir sie dann nicht mehr benötigen, wieder abgebaut. Also
Aber eine Frage hätte ich da, ja. Nina. Wie nehmen wir denn so eine Folge eigentlich auf? Also wir müssen da ja auch ein bisschen irgendwas machen. Habe ich mal gehört. Also ob wir sie einsprechen, das wissen wir nicht. Wer das überhaupt macht, ist total unklar. Ja. Ihr könnt gerne weiter darüber spekulieren in den Kommentaren. Aber vielleicht verraten wir euch das mal ein anderes Mal. Mhm. Okay, Leute, und falls ihr euch jetzt fragt, wo Kathi eigentlich ist, Kathi ist selbstverständlich eigentlich immer dabei, aber sie ist heute leider ein bisschen verhindert. Sie hat heute keine Zeit, um das Video mit uns. Genau, deswegen meinte sie, macht ihr das doch einfach mal, ne, ihr wollt das doch auf jeden Fall sehen, und deswegen dachten wir uns, machen wir das für diesen Sonntag, und das haben wir dann auch gemacht. Eine Sache fehlt aber noch, die wollten wir euch auf jeden Fall noch zeigen. Hier haben wir unsere Technikabteilung. Wir nehmen natürlich mit einer Kamera auf. Die Kamera hat Kahn gerade in der Hand. Mhm, oder? Oder wir nehmen auch mit so einer Kamera auf. Wichtig ist, dass die Sachen in 4K sind. Das ist nämlich oberstes Gebot bei Familie Vogel. Ja. Ansonsten haben wir einen ganz normalen Computer. Wir haben allerdings noch ein bisschen mehr Zeug. Wir haben ein Mischpult, wir haben ein Audioaufnahmegerät und wir haben Mikrofone. Und mit diesen Mikrofonen wird die Familie Vogel aufgenommen. Wer das macht? Das wissen wir immer noch nicht. Das wird immer ein Geheimnis bleiben. Keine Ahnung. Das wissen wir alles nicht. Hier sind so kleine Mainzelmännchen bei uns und die sprechen dann einfach die Geschichten ein. Ich weiß auch nicht, wie das Haben wir auch noch das Aufnahmegerät selbst. Ja. Na? Und da haben wir auch noch bis vor kurzem eingesprochen, aber wir dachten uns, wir müssen das irgendwie verbessern, weil wir, die Synchronsprecher, die waren zwischendurch ein bisschen zu laut und das hat uns nicht so gefallen. Ja, keine Ahnung. Die haben zu laut geschrien. Also die haben auch nicht auf uns gehört, keine Ahnung warum nicht. Ja, und das ist unser Familie Vogelraum. Genau. Oder Studio. Das Studio, was wir nur dafür nutzen. Wir haben natürlich noch andere Studios, aber das ist das einzige Familie Vogel Studio. Das die echte, das einzig wahre. Wir haben ja einen eigenen Raum, also wenn die nur wüssten. So kleine Leute haben so einen riesen Raum. Das wünsche ich mir auch. Ja, hätte ich auch gerne. Und Leute, das war dann ja der Blick hinter die Kulissen heute hier bei Familie Vogel. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja. Ne, und könnt euch jetzt so ein bisschen vorstellen oder ein bisschen genauer vorstellen, wie so eine Familie Vogel Folge entsteht. Falls ihr ein bisschen mehr noch wissen wollt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Vielleicht kommt das eine oder andere ja noch. Und vielleicht können wir sogar die Synchronsprecher mal vor die Kamera vielleicht holen. Vielleicht hat Kathi auch mal wieder Zeit dann, ne? Ja. Dann können wir das zu dritt machen. Und dann könnt ihr uns vielleicht auch mal Fragen stellen zu den einzelnen Charakteren oder so. Genau. Wieso nicht? War's das? Ja, das war's. Das war's. Wir und Familie Vogel sagen Tschüss. Ciao. Tschüss.